Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Warlords of Draenor mit Oink und Matusator und Triwolf. Und wie ihr seht, spielen wir diesmal aus meiner Sicht, weil wir uns dachten, wir wechseln uns wieder ein bisschen ab, weil es sonst langweilig wird auf Dauer. Er tanzt! Ich hab sonst nichts Besseres zu tun. Und ja, deswegen gibt's jetzt ein paar Folgen aus meiner Sicht und dann wechseln wir wieder und so wird's dann weitergehen. Ja, genau. Genau. Also wir haben uns gedacht, weil ich auch ein bisschen Bock habe, mal rumzustehen in nächster Zeit und nicht die ganze Zeit immer aktiv jetzt so... Alter, ich höre mich an wie so Vollidiot, ne, wenn ich das jetzt so sage. Nein, auf jeden Fall so, dass ich auch mal mehr oder weniger mal mir etwas länger angucken kann, ohne euch damit dann zu quälen, so weißt du? Ja, ich verstehe schon. Okay, ich nehme die Treppe, du kannst ruhig runterspringen. Ja, ich bin eine Katze, ich lande sowieso auf allen Vieren. Ja, okay, ich habe natürlich heldenhaft... Okay, achso, was ist denn der Plan? Wir haben eben das Portal... Achso, ich kann hier nicht durchlaufen. Geil. Ich aber bin eine Unsichtbare. Check dir mal bitte, check mal bitte die Räder von dem Panzer, Alter. Die berühren auch den Boden nur an so Minispitzen. Okay. Egal, wir rennen jetzt... Nein, viel eher reiten wir. Bodentiere sind hier nicht gestattet? Ich kann... Ich habe die eiserne Bastion entdeckt. Ich hab die auch entdeckt jetzt. Das... Achso, wir müssen den Atzen wieder folgen. Warte bitte auf mich, ich will neben dir laufen. Du hast eben auch nicht gewartet. Nein, noch ein bisschen. Wie sieht denn das bei dir mit der Latenz aus? Frame-mäßig? Nein, ja, nein, nicht frame-mäßig, sondern dieses... 29 und 27. Okay. Ja, wie gesagt, wegen den Servern, ne? Ja, läuft aber alles. Nur meine Frames sind halt nicht ganz so geil wie deine. Aber das macht eigentlich nichts, ich meine... ich krieg aufs Gesicht. Wo ist Oink überhaupt? Weiß ich nicht. Links von dir. So, lul, da rennt er alleine. Ach nee, du rennst da vorne, lul. Die Draenei. Draenei. Ich bin bei den Docks angekommen. Ich auch. Ich sag, das Spiel könnte doch noch einen Ticken lauter. Ja! Oh, willkommen in Draenor. Ein Video. Ich will auch so weit springen. Ach, ich bin sogar so weit gesprungen. Aber ich laufe in der Luft. Ey! Was schreist du mich an? Sick dir geht, Junge, ey! Nididin. Du hast eben auch geweint, als Video kam und ich geredet habe. Aber ich stehe in der Luft. Komisch, ich hab's eben gesagt, du beleidigst meine Niere. Jetzt er sagt es selber nochmal, du Penner. Warte. Alter, bring mich doch nicht so zum Sterben, wenn ich gerade trinke, ey. Ich möchte das. Wieso bin ich da ein Mensch? Wir fahren übrigens jetzt ins Schattenmontal, was früher mal da bei Dingens war, ne? Dieses Feuer, nein! Scherbenwelt. Hm? So. Doch ein Mensch? Warte, nein, ich bin eine Eule. Bist du denn? Ich sehe nur Oink, ich sehe dich nicht. Ich sehe Oink hier alleine spazieren. Ja. Okay, jetzt bin ich auch wieder ein Wolf. Ich war eben ein Mensch. Echt? Ja. Okay, oh lol, warte mal, die Leute spawnen hier gerade erst alle. Prophet Wellen. Das ist seine Schulter, sein sexy aus. Auf jeden Fall. Oh, warte, ich er hat Eminem gesagt. Okay, wir müssen was tun? Ach, im Schattenmontal. Gab's das nicht schon, das Schattenmontal? Hab ich doch gerade erzählt, du Holz. Hä? Hab ich doch gerade erzählt, du Affe. Oh Gott, ich hab mich maskulin ausgeblendet, sag mal nochmal. Ah, ich bin... Warte mal, ich hab gerade Frame Drops. Ich glaube, man muss die Welt erst runterladen. Setz dich. Ich sehe wieder nur Oink, also entspann dich. Echt? Ich bin sogar selber verschwunden, kennst du das? Ja, das hatte ich eben auch. Ja, da würde ich mal fast sagen, treffen wir uns am Punkt, ne? Ja. Ich renn Oink hinterher. Vor allen Dingen, weißt du, das sieht aus... Da bist du! Bleib stehen! Das sieht gerade aus, so wie, Au, okay, jetzt bin ich auch erschienen, egal. Du bist schon wieder verschwunden. Dort! Bleib stehen! Egal, ich renne, ist okay.
Okay. Nee, das Schattenmontal war ja von Scherbenwelt, diese ganz südliche Welt. Tatsache. Terminus, wo wir diese Drachen herhaben. Diese Nether-Drachen. Er redet von der Wir-Form. Du hast nur einen Nether-Drachen. Achso, hast du das nie gemacht? Nein. Achso. Siehst du hier Leute? Was bist du? LOL, ein neuer Stab, Netizen. Und der ist so gut und sieht nicht mal, gar nicht mal so scheiße aus, Alter. Hä? Oh. Okay, ich stelle meinen Banner auf und begreife mein Schicksal. Wieder eine Armbrust, Alter, die mal wieder das Schlechteste auf diesem Planeten ist, ne? So schlimm? Ey. Wie ein Portal nach Sturmwind. Will ich nicht. Wo müssen wir hin? Weiß ich nicht. Ach, einen Banner aufstellen. Ich versichere euch, hab diese Erde beansprucht. Ja. Alter, hier reden so viele Leute. Guck mal, das ist ein Kamel. Wo? Oder ein Esel vielmehr. Ich sehe ihn nicht. Hier. Ich sehe da nichts, bei Gott, nein. Dann kommt der bei dir erst gleich. Ich hatte gerade das Portal aufgemacht. Ja. Dann kommt da gleich ein Esel raus. Aber gut. Wir haben viel zu tun. So, nehmen wir das Ding doch direkt mal. Wo? Was für wo? Was kannst du nehmen? Ein Stab, ne? Ey, auch dieser Drache, dieser Typ hier, muss ja auch unbedingt der größte, weltgrößte Bastard sein, ne? Wieso aber? Ja, weil ich nichts mehr sehen kann. Ich sehe hier gar nichts. Es sind so viele Leute und Menschen, Alter. So viele andere Spieler. Riesige, mordlustige Raben. Holz sammeln. Oh, ich glaube nämlich, dass das jetzt so die richtige Welt ist, wo alle zusammen sind. Und vorher war das mehr so dieses andere Instanz. Weißt du, was ich meine? Ja, also dieses Tutorial-like, ne? Genau. Okay. Das ist quasi immer nur ich, oder weil wir in der Gruppe waren, wir sehen. Hm? So, wir müssen Raben töten, ja? Nein, ich möchte eine Eule sein. Ich hab sie schon gewonnen, hätte. Hast du nicht. Ja, also für die kleinen Lags und Framedrops entschuldige ich mich natürlich, aber das liegt wohl einfach daran, dass die Server echt noch hammer überlastet sind. Ihr habt ja gesehen, wie viele Leute da vorne spazieren standen. Vor allem, und das geht weltweit so. Oh ja, Mann. Also bei Blizzard möchte ich in diesen Tagen nicht arbeiten müssen. Wobei meine Latenz bei 33 MS ist, ne? Ja, meine auch. Meine ist bei 29 und 27, aber weiß ich nicht. Das sind ja Server, ne? Ja, ja. Vor allem auch, wenn ich einen loote oder so, das dauert ja so lange. Ja, Latenz ist ja nur die Verbindung zum Server. Wie der Server an sich läuft, hängt der damit nicht zusammen. Okay, dann lass uns Bäume markieren. Madison? Ach so, ja, hier diese Flaggen machen. Ja, wie ihr seht, es dauert immer ein bisschen, ab dem Zeitpunkt, wo ich geklickt habe, dass das Ding auch aktiv wird, aber... Ist es bei dir auch so, dass er voll lange braucht, bis er hochlädt? Ja, ja. Okay, ich dachte, ich bin der Einzige. Nein! You are not alone. Game on medicine. Oh, so viele Raben. Hallo, schieß doch bitte. Oh Mann, geht doch kaputt jetzt. Ich. Sterne! Da ist hier noch einer. Alter, bis ich meine Attacke gemacht habe, ne? Ich drücke jetzt! Oh, ich bin ja gleich down, Alter. Ich hab nur Vögel attackiert, Mann. Ha? Weiß nicht mal, wo du bist, ach da. Ich find's gerade übelst mühsam, hier zu kämpfen, ne? Ja, ich aber auch. Das geht nicht nur dir so. Also, okay. Du bist nicht alleine. Ja. Vor allen Dingen loote die mal. Ja, Junge, ey, gar nicht, klar. Oh. Was bist du denn? Vor allem, du spielst eigentlich ganz alleine gerade. Ich kämpfe irgendwie gerade nur. Ich habe auch eben übelst gekämpft, aber ich suche jetzt gerade die letzte. Ah, mein Bein! Ich suche gerade die letzte Flagge. Au. Hast du sie? Nein, aber ich muss kämpfen. Das ist immer alles so 1-2 Sekunden verzögert, wenn ihr euch das zu Hause nicht vorstellen könnt. Das heißt, ich drücke und 2 Sekunden später fängt er an, die Attacke zu casten. Yo, ich hab den Baum. Hammer geil. Dann markier seine Niere. Hab ich schon getan. Sehr schön.
Dass Blizzard jetzt ein HD-Remake von Warcraft 3 starten. Ja, das hast du mir schon erzählt, ne? Ey. Aber ja, ich weiß, ich sage ja nur. Es wird auf jeden Fall cool, Mann, glaube ich. Ja, Mann, das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich habe Warcraft 3 früher auch so gerne gespielt. Aha. Das war so ein tolles Spiel. Aber ich drücke doch. Oh. Vor allen Dingen, weil ich auch immer untot war. Ja. Aha. Sagst du, wenn du was gespielt hast, warst du untot? Ja, das sowieso, Alter. Was bist du denn? Bonusziel. Hey, es gibt jetzt sowas wie Bonusziele. Drück mal M, da ist dieses komische gekreuzte Schwert da. Da steht ja, Bonusziel. Entschuldige bitte, dass ich so viel von dir verlange. Mein PC ist nicht so schnell wie deiner. Ach so. Okay, warte mal. Murenfaust. Okay, M und dann? Da ist so dieses überkreuzte Schwert gedöns. Da steht Bonusziel. Ja. Gab's vorher auch noch nicht, oder? Nein. Tatsächlich. Ei, lol, ein Rabe, ich möchte das nicht. Wo bist denn du schon wieder? In der Höhle. War schon vorgerannt. Ich dachte, du wärst auch hier irgendwo. Nee, warte da mal, bevor du ihn angreifst. Oh. Ich hab schon, aber ich hab ihn zumindest mal für uns beansprucht. Terminus, du müsstest nur noch herkommen. Ich bin mitten in der Höhle und stehe wohl direkt neben dir. Oh! Ja, der ist auch übel spät bei mir jetzt aufgetaucht, Alter. Ja, sehr schön. Überanstrengend, Alter. Ein verbrauchter Elementarsplitter. Ja, Digga, kennst du das? Ich bin immer noch gebückt. Ich auch, ich kann das Ding nicht aufheben. Und meine Tasche ist nicht voll, wie man sieht. Das behindert. Ja, mein Ping ist immer noch gleich. Ja, das sind die Server einfach, ne? Da kann man nichts machen. Ach so, ich hab das Ding schon lange, oder wie? Ja, ich hab's nicht. Ja gut, ich hab's auch nicht. Scheiß drauf. So viel soll gesagt sein. Die 22 Silber oder was das war. Sind's mir jetzt auch nicht wert. Was wollte ich sagen? Ach ja, irgendwie sieht das aus wie Pandora hier. Pandora? Ja. Von Avatar. Ach so, ja klar, stimmt. Ein bisschen. Kennst du das, die Menschen verschwinden immer? Jetzt. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt sind die bei dir auch immer nicht da. Ja, ja. Scheiße. Ach, die wollen das hier besiedeln, kann das sein? Schreibt mir so, wenn wir gerade Holz sammeln müssen. Errichtet eure Garnison, lol. Okay, ich werde dich. Es ist Zeit, dass wir eine Garnison errichten. Ich werde jetzt plopp eine übelst männliche Männerstadt aus dem Boden raus. Einfach so plopp. Durch eure Selbstlosigkeit habt ihr euch den Respekt meines Volkes verdient. Ruhe. Sie haben euch dieses Land gegeben, damit ihr die Allianz zum Sieg führen könnt. Kommandant. Ja, was hab ich gesagt? Bist du wieder, ja, wo, was, weg, ne? Was ist denn passiert bei dir? Ja, ich habe einen Trailer gezeigt bekommen und jetzt ist da irgendwie eine Stadt aus dem Boden geschlagen. Hast du nicht eben gesagt, du bist raus? Ich dachte gerade, weil mein Bildschirm so ploppartig schwarz geworden ist, bevor ich die Quest überhaupt angenommen habe. Bestimmt hast du sie angenommen und so, weißt du? Okay. Ja, und plötzlich, ich war gerade mit dem Mauszeiger auf dem Weg runter. Ja. Und dann dieses schwarze Bildschirm. Kennst du das? Ich muss mich hier erstmal hinsetzen, weil natürlich hier wieder keine Menschen stehen. Nicht? Okay, bei mir ist die ganze Welt schon hier gespawnt. Ja, bei mir ist die Garnison ist da, aber keine Menschen. Brauchst du nicht, du musst ja reingehen. Ja, witzig, aber hier ist ein Fragezeichen. Ach, bist du schon drin, ne? Da ja. Okay, bei mir stehst du nämlich immer noch draußen. Lol. Okay, tatsächlich bin ich gerade übelst männlich raus teleportiert worden. Ja, ich auch. Scheiße. Transfer abgebrochen, Instanz nicht gefunden. Hä? Steht bei mir unten im Chat. Au? Oh. Ja, bei mir auch. Also irgendwer schreit doch gerade schon wieder. Kann nicht reingehen. Irgendwas scheint ja gerade böse nicht zu stimmen, Alter. Au. Oh. Ich werde mal wieder rausgepeitscht, Alter. Ja, ich aber auch. Vor allem, ich bugge durch die Luft. Alter! Ja, aber das schreiben gerade alle, siehst du unten? Oh. Ja, cool. ja.
Also, das soll wohl nicht so sein. Wieso steht denn der Herunterladevorgang abgeschlossen zu 0%? Wo? Ah, ich kann rein! Dachte ich. Wo steht denn mal der Herunterladevorgang? Wenn ich auf das Fragezeichen gehe. Okay, Blatt, wo ist jetzt ein Fragezeichen? Unten in der Leiste, neben den Taschen. Okay. Ah, heruntergeladen, Vorgang. Aber ich glaube, das ist Bullshit. Aber ich komme da uns zum Zweck nicht rein, ne? Ich kann mich nicht mal 1 Millimeter wegbewegen und dann wäre ich sofort wieder dahin. Ich kann mich ein paar Meter laufen, aber dann kleitsch, bin ich auf einmal wieder übelst ganz woanders. Sogar wenn ich von der Burg weglaufe. Ich schaffe es bis zum Baum und dann wieder ist es. Warte. Au, ich laufe noch. Ich laufe noch. Es ist kaum zu glauben. Lul. Jetzt laufe ich hier gerade gemütlich in der Gegend umher. Ja, bei mir stehst du zum Beispiel immer noch auf Flecken rum. Das heißt, ich werde gleich da wieder übelst hingeboxt wahrscheinlich. Ja, du guckst bei mir gerade so männlich. Warte mal, guck mal, was er da unten schreibt. Immer wieder lustig, einen Addon-Start mitzumachen. 1000-mal interessanter als der Endcontent. Den Boss schafft nämlich keiner vor dem Patch. Okay, das Kommentar mussten wir nicht verstehen, oder? Nee. Aber ja, ich hab's geschafft, in die Stadt reinzugehen, aber hier ist nichts. Nee, hier ist übelst nichts, ne? Vor allem bei mir stehst du immer noch vor der Stadt. Ja, bei mir guckst du auch noch gegen die Wand. Bei mir sind Menschen gekommen. Oh! Echt? Und ich fühle mich erholt. Bei mir übelst nicht. Ich konnte die Quest beenden. Ja. Entspann dein Leben, ich möchte auch. Oh. Ach so, wir kriegen jetzt. Bist du schon in der Stadt? Ja, oh! Warte! Menschen sind gespawnt! Gespawnt vor allen Dingen. Ich weiß. Okay, wir kriegen Garnisonsressourcen. Wir können tatsächlich eine Stadt bauen. Das heißt, wir müssen uns die Stadt selber aufbauen, oder was? Voll geil, Mann. Erstmal einen Flugpunkt annehmen hier. Ja. Ja, erstmal eine Quest annehmen vor allen Dingen. Alter, das finde ich ja sexy, Mann, dass du echt deine Stadt so bauen kannst, ne? Ressourcen plus 50. Mondwurzel, was bist du denn? Eine Mondwurzel. So. Oh, ich hab 10.000 EP für Lore bekommen. Wie hast du das denn geschafft? Siehst du mich? Übelst nein. Okay, dann ist das einfach eine Instanz wahrscheinlich für uns eigene. Sozusagen unsere eigene Stadt. Ah, lul, okay. Meinst du, wir können die uns dann auch so aufbauen, wie wir Bock haben? Ja, nee, das wird wahrscheinlich so ablaufen wie die Story vom Schwarzen Prinzen, die wir übrigens nicht zu Ende gemacht haben. Nee, Alter. Ich habe hier immer noch die, warte, wo sind sie? Hier, die Geheimnisse des Kaiserreichs. Weiter sind wir nicht gekommen, ja, wenn jemand die Quest kennt. Das habe ich alles jetzt ausgeblendet, damit das auf meiner Seite nicht zu sehen war. Okay. Alter, ich weiß übelst nicht, was ich machen muss, ne? Was wollte ich sagen? Das war nämlich so, dass ich schon vorgearbeitet habe ein bisschen und bei mir ist dann schon die Stadt aus dem Sand, sage ich mal, rausgespawnt. Wo ich schon auf dem Turm rumgechillt habe und du noch am Strand sozusagen Lagerfeuerlied gesungen hast. Erinnerst du dich? Aber war das sicher, dass das war doch nicht die Dings-Quest? Das war doch nicht die Prinzen-Quest, oder? Ja, doch. Da wurde Nein, Digga, das war doch hier die Vorbereitungs-Quest auf Draenor, oder nicht? Nein. Anfangs noch, wo ich doch die Schwarze Prinzen, warum sage ich, erwähne ich wohl den Namen, Mensch? Da, wo wir dann alle auf die Schiffe warten mussten und so. Tatsächlich, du hast recht. Oh Gott, ja, ich habe das gerade verwechselt mit der Quest, die wir gemacht haben, um hier drauf vorzubereiten. Das meine ich nämlich. Ja. Werft einen Blick in euer Garnisonslager. Ist ja nicht so, dass ich da mein halbes Leben schon drin verbracht habe. Ach, okay, da hinten ist eine Kiste. Ich verstehe das nicht. Also ich muss mit irgendwem sprechen. Sprech mit Gehilfen Funkelstein. Da ist die Schlampe. Oha, wie er sie beleidigt. Zeit an die Arbeit zu gehen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Draußen vor der Tür steht noch eine, die du so züchtigen musst. Ja, okay, ich versuche schon hinzubacken. Mein Leben, es leckt so sehr. Oh. Okay. Natürlich muss auch ganz oben sein. Was kann ich jetzt mit diesen Garnisonsressourcen machen? Ja, komm her, ich weiß es, ich habe das Spiel 7-mal durchgespielt. Ich frage dich ja nicht, das wäre mehr so eine rhetorische Frage an mich selber. Okay, nein, kann ich dir leider nicht beantworten. Sollst du auch nicht! Das ist der Sinn einer rhetorischen Frage. Ich weiß nicht, ich bin nicht zur Schule gegangen. Ach so. Ja, Illul. Da oben! Ach so, okay, aber ich
glaube, es ist schon wieder Zeit. Bevor wir uns jetzt aus unserer Garnison rausbegeben, machen wir hier erstmal wieder eine kleine Pause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir vielleicht rausfinden, wie wir unsere Stadt hier erweitern werden. Ich finde das mega sexy, wenn man sich das ein bisschen selber gestalten könnte, ne? Aber ich denke, da lassen wir uns überraschen und sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Freunde.